Digga. So ein raffinierter Hund. Digga, 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 Digga. Ja, hi Leute, danke fürs Einschalten. Es geht los, der Wahnsinn. Die ganzen Esse-Sachen müssen jetzt alle mal gezeigt werden. Und zwar werde ich heute mit einer Überbombe anfangen. Ich bin mal ganz crazy und greife jetzt mal ein bisschen vor. Und die Sache ist nämlich so, jeder, der das Game nicht auf dem Zettel hatte, ich hatte es auch nicht auf dem Zettel und habe quasi nur durch so einen Lucky Punch das Ding irgendwie zugeschoben bekommen, der kann jetzt schon mal traurig sein. Ich zeige euch nämlich jetzt heute Attack on Titan, das letzte Gefecht. Ist ein kooperatives Spiel, mal abgesehen von einem, nämlich einer spielt den Titan und die anderen spielen einfach Menschen, die den Titan bekämpfen. Und zwar beruht das ganze Ding auf so einer Anime-Serie oder Manga und dann wurde es eine Anime-Serie oder andersrum. Ich kenne mich da auch nicht so aus, ich kenne die Serie auch gar nicht, habe mich da nur ein bisschen belesen. Die Story ist aber ziemlich geil und der Typ, der ist auch richtig ausgerastet, als er das da erzählt hat. Und zwar ist es wohl so, die Menschheit steht am Abgrund. Es gibt dann so mehrere Titans, das sind so geschlechtslose Riesen. Man weiß auch gar nicht, wie die sich irgendwie weiter vermehren. Und deren einziges Ziel ist instinktiv einfach Menschen zu fressen. Und jetzt ist es nämlich so, der größte Titan, der ist über 60 Meter hoch, der steht nun vor der letzten Bastion der Menschen und jetzt kommt es einfach darauf an, den Untergang der Menschheit zu verhindern. Der Titan muss niedergestreckt werden und dazu arbeiten einfach 4 Spieler kooperativ zusammen gegen den 5. Spieler, der den Titan zockt. Das ganze Ding ist ziemlich geil. Ihr fragt ja warum, jeder sollte ja so ein paar 3D-Elemente irgendwie in seiner Bude drin haben und Attack on Titan kommt. Jetzt wisst ihr auch, warum mich das Game direkt so geflasht hat, mit diesem Titan hier an den Start. Das ist der Titan, der frisst hier oben auch die Menschen, sieht ziemlich sick aus. Und zwar ist aber nicht das einzige 3D-Element, dass der Titan und die Menschen haben ja quasi diese Stadt. Und die wird quasi durch so einen Turm mit Kanonen repräsentiert. Und die Menschen haben hier diesen Turm, der hat hier 2 Etagen, der hat hier 3 Kanonen, hier oben 3 Kanonen aus Holz. Coole Nummer, das Material ist auf jeden Fall echt hochwertig, fette Würfel am Start und das werden wir uns jetzt mal angucken. Das ist auf jeden Fall eine richtig geile Nummer, sehr zugänglich. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß damit. So, der Spielaufbau. Turm ist am Start, hier sind einmal die Kanonen draufgesetzt, auf Etage 3, 3 Stück, auf Etage 5, 3 Stück. Der Titan wird aufgebaut, die Etagenplättchen dran gesteckt, das ist Etage 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 12 Personenplättchen werden hier ausgelegt. Das Ziel ist es, oder eine der Gewinnmöglichkeiten ist es, dass der Titan die ganzen Bürger hier einmal aufgefressen hat. Die sind da tot, die werden rumgeredet, sobald einer gefressen wurde. Oder alle 6 Kanonen vom Turm vernichtet hat. Oder einer der Spieler verliert alle seine 3 Lebenspunkte. Damit ist die Gruppenmoral geschwächt und der Titan hat ebenfalls gewonnen. Die Spieler müssen den Titan einmal hier, das sind die Lebenspunkteanzeige, der geht hier auf den Start, der Startmarker, die müssen runtergebolzt werden, hier ist er geschwächt und wenn er in der Killzone angekommen ist, auf einem dieser Dinger hier, dann ist es so, dann haben die Spieler erst die Möglichkeit, den Titan tatsächlich zu töten. Vorher geht das nicht, der muss erst halt eben runtergeklopft werden. Jeder Spieler sucht sich hier ein Char aus. Ich habe jetzt hier einfach nur 4 in der Hand. Hier sind die anderen 4. Es gibt 8 verschiedene. Die haben alle 3 Lebenspunkte und die haben unten alle eine besondere Sonderfähigkeit. Hier könnte man zum Beispiel hier diese Schwerter-Symbole, das heißt immer einen Schaden machen, in Taktik-Symbole umwandeln oder umgekehrt. Die könnte Kanonen benutzen, ohne sich auf dem Turm zu befinden. Und weiß der Geier, irgendwelche Sachen halt. Ne? Hier zählt ein Schadenssymbol immer als 2 Schadenssymbole. Hier zählt ein Ausweichsymbol als 2 Schadenssymbole, sodass ein bisschen Widerspielbarkeit gegeben ist. Ich nehme jetzt noch 1, 2, 3, 4 Typen, hätten wir uns jetzt hier ausgesucht. Hier sind die 3 Life Points, da kriegt jeder 3 Herzchen, die er sich einfach hier draufpackt. Das mache ich jetzt einfach nur mal kurz stellvertretend, damit ihr wisst, was abgeht. Dann bekommt jeder seinen entsprechenden Typen. Farben könnt ihr euch dann aussuchen, müsst ihr euch irgendwie einigen. Die werden dann hier in diese Stands reingesteckt. Und jeder bekommt in seiner Spielerfarbe, hier gibt es einen ganzen Haufen Würfel, 5 Stück bekommt jeder. Die sind auch alle gleich, abgesehen von der Farbe. Schön schwer hier, die sind echt cool gemacht, die Dinger sind hier auch eingraviert.
Sehr nice. So, das wird an die Spieler ausgehändigt. Dann muss der Titan sich noch auf den Titan festlegen. Und zwar gibt es in dem Spiel 4 verschiedene Titans. Den Basis, den Zerstörerischen, den Abweichenden und den Gierigen Titan. Die haben wiederum auch alle verschiedene Moves, auch einfach für mehr Replayability. Und es gibt für jeden Titan hier auch ein Deck aus 7 Karten. Das sind hier jetzt diese 7 Karten für den Basis-Titan. Dann gibt es hier für den gierigen 7 und so weiter und so fort. Ich nehme jetzt einfach mal den Basis-Titan und nehme dann die Basis-Karten. Ich schiebe das jetzt einfach alles hier mal ein bisschen zur Seite. Die Helden starten alle hier unten auf Ebene 0 zwischen den Bürgern sozusagen. Zippi-Zappi. Jetzt stehen sie hier unten und dann geht die Runde auch schon los. Wie wird es gemacht? Spielablauf ist immer folgendermaßen. Zuerst wählt der Titan 2 seiner Aktionskarten. Der guckt dann hier in sein Deck einfach rein und sagt, pass auf, ich möchte jetzt erstmal das Trampeln spielen, weil wenn das erfolgreich ist, entfernt ein Herzmarker von allen Helden auf Ebene 0. Das heißt, den spiele ich jetzt quasi einmal offen aus, das Trampeln. Und dann spiele ich hier noch unerwartet. Das heißt, ich lege jetzt die Karte, das wissen die Helden noch nicht, was abgeht. Die zweite wird nämlich einfach verdeckt im Hängen gelegt. Die anderen werden in dieser Runde nicht gebraucht. Man muss mal dran denken, die beiden Karten darf ich in der nächsten Runde nicht nochmal benutzen. Die werden dann quasi zur Seite gelegt und werden danach wieder mit reingenommen. Das heißt, ich kann nicht zweimal hintereinander immer die gleichen Karten benutzen. So, ich muss immer abwechseln und kann erst in der übernächsten Runde diese Karten einfach wieder benutzen. Gut, die anderen brauchen wir dann ja gerade nicht. Die lege ich dann hier einfach zur Seite. So, danach werfen die Spieler ihre Heldenwürfel. Ich würde jetzt hier einfach mal kurz alle Würfel nehmen. Dann werden die einfach hier gewürfelt. Hier sind verschiedene Symbole drauf. Und als, ihr müsst als erstes wissen, zuerst bekommt der Titan hier seine Helden, seine Titan-Symbole. Alle Würfel, die dieses Symbol zeigen, die würde der Titan jetzt kriegen. Hier haben wir einen, hier haben wir einen. Hier haben wir einen. Gut. Das war's. So, jetzt ist aber jetzt nicht so, dass es jetzt direkt Schluss ist. Die Helden dürfen sich jetzt tatsächlich auch hier Würfel rausnehmen und die nochmal neu würfeln. Und zwar können die das tatsächlich beliebig oft machen, aber wir müssen aufpassen. Jedes Mal, wenn ein Titan-Symbol gewürfelt wird, verlieren die Helden den Würfel und der Würfel geht an den Titan. Angenommen, die Helden wären jetzt so zufrieden, dann nimmt sich jeder hier quasi seine Würfelchen zurück und kann die nachher dann verwursten. Als nächstes benutzt der Titan-Spieler diese Würfel hier. Und zwar ist es so, hier stehen da die Dinger drauf, die Skills, die da im Start hat. Für 2 Tokens dürfte ich jetzt einen Bürger aus dem Spiel nehmen, und zwar einen Bürger fressen. Angenommen, ich würde das jetzt einfach mal machen, dann würde ich jetzt einen Bürger fressen, der wäre auf jeden Fall schon mal tot. Jetzt habe ich noch 3 über, damit könnte ich mich jetzt heilen. Bewege für 3 Dinger die Gesundheitsmarke auf der Gesundheitsleiste des Titanen 4 Felder nach links wieder. Wir sind aber noch komplett geheilt. Das heißt, ich würde jetzt nochmal 2 ausgeben und noch einen Bürger fressen. Und der andere Würfel, der dann nicht benutzt wurde, der geht an, der geht zur Seite. Aber die Würfel, die ich alle benutzt habe, die gehen an die Spieler zurück. Und die dürfen dann auch nochmal gewürfelt werden. Ist bei den nachgewürfelten Würfeln dann nochmal ein Titan-Symbol dabei, wird der Würfel für diese Runde komplett entfernt, aber die bekommt der Titan dann nicht nochmal. Würfel, die ich hier gar nicht benutzt habe, die werden rausgenommen, die werden an die Helden auch nicht zurückgegeben, um die nochmal zu würfeln. Die stehen auch in der nächsten Runde erst zur Verfügung. Gut, der Titan hat jetzt die ganzen Symbole benutzt, die Helden haben die zurückgegebenen Würfel neu gewürfelt. Jetzt werden die Aktionskarten abgehandelt. Und zwar haben wir hier 2 Aktionskarten liegen. Jeder von den Helden hat hier seinen Würfel, seine Würfel wieder hier liegen. Ich mache mal hier so, zap, zap, zap. Zap, zap, zap. So. Wir haben noch was ganz Kurzes vergessen. Und zwar gibt es hier noch 7 Taktikkarten. Die werden am Anfang einmal unter dem Tisch quasi gemischt und werden dann offen ausgelegt. Und zwar sind das die Taktiken, auf die die Helden nachher zurückgreifen können. Das ist jetzt gleich noch wichtig. So, jetzt wird die Aktion ausgelöst. Entfernt einen Herzmarker von allen Helden auf Ebene 0. Die stehen jetzt alle quasi hier unten und würden jetzt alle einen Schadenspunkt bekommen. Wenn, wir müssen hier unten aufpassen, hier dieses Männlein drauf ist dann, und 2 dieser Würfel hier drauf sind, dann
Darf jedes Männlein, was zweimal dieses Ausweichen-Symbol drauf hat. Ist das überhaupt dieses Ausweichen-Symbol hier? Nee, dieses. Doch, das ist hier dieses Ausweichen-Symbol. Ist das hier? Das ist das Ausweichen-Symbol. Der hat jetzt keine 2. Der rote Spieler hat keine 2. Der gelbe Spieler hat keine 2. Und der grüne hat auch keine 2. Das heißt, jeder Held würde jetzt hier direkt durch das Trampeln einen Lebenspunkt verlieren. Weil die Karte natürlich offen liegt, ist dann natürlich als Held muss man gucken, ist dann klüger, so lange zu würfeln, bis ich vielleicht diese beiden Dinge habe, um ausweichen zu können. Konnten wir jetzt nicht machen, jeder Held hat einen Lebenspunkt verloren, dann wird die zweite Karte aufgedeckt und unerwartet. Entfernt zwei Bürgermarker und mischt das Taktikdeck neu. Es sei denn, wenn dieses Symbol hier unten drauf ist, dürfen die Spieler eine Anzahl von Taktikwürfeln ablegen, die der Anzahl der Helden im Spiel entspricht. Das wären quasi jetzt 4. Das heißt, die Helden müssten jetzt zusammen 4 Taktikwürfel abgeben. Angenommen, der Grüne würde jetzt 3 abgeben und der Gelbe einen. Dann wäre diese Aktion hier verhindert worden. Gut, unerwartet ist auf jeden Fall verhindert worden. Alles easy. Damit sind die beiden Aktionskarten des Titans abgehandelt worden. Und dann dürfen die Helden die verbliebenen Würfelsymbole benutzen. Das Ausweichen würde denen jetzt hier in dem Fall nichts mehr bringen, außer bei der Sascha. Die kann nämlich hier ihre Ausweichsymbole als jedes beliebige andere Symbol verwenden. So, jetzt haben wir nämlich hier Sachen. Jetzt gucken wir uns einmal an. Und zwar ist das hier Bewegen. Für eine Bewegung darf ich mich eine Etage hoch oder runter bewegen. Das heißt, angenommen, der grüne Spieler ist jetzt hier, der dürfte sich jetzt zweimal noch bewegen. Wir sind auf Ebene 0, das heißt, wir springen hier auf Ebene 1 und auf Ebene 2 und würden bei dem Titan hier stehen bleiben. Damit hätte der Grüne alle seine Moves gemacht und könnte diese Runde nichts mehr machen. Der Gelbe hat natürlich jetzt ein bisschen Pech gehabt. Der hat nämlich nur noch diese zwei Kanonensymbole und ein Ausweichsymbol. Weil er aber nicht an einer der Kanonen steht, darf er auch nicht mit der Kanone schießen. Würde er mit der Kanone, würde er hier oben drauf stehen und würde jetzt schießen dürfen, dürfte er tatsächlich zweimal mit der Kanone schießen und eine Kanone macht immer zwei Schaden. Das heißt, er würde jetzt 4 Schaden bekommen, der Titan. Macht er aber nicht. Deswegen verfallen jetzt die Würfe von dem Gelben. Die hätte er dann am Anfang noch besser mal nochmal neu gewürfelt. So, dann haben wir den hier. Der hat jetzt hier so ein Taktiksymbol. Jetzt ist es so, mit diesem Taktiksymbol, also er kann, erstmal schießen kann er nicht, ausweichen kann er nicht, ist ja genau das gleiche Mist wie bei dem Gelben. Jetzt haben wir hier einmal das Taktiksymbol. Und zwar, die Taktik, die hier oben liegt, kann von den Helden immer benutzt werden, wenn alle drei Bedingungen zutreffen. Spielt man nur mit zwei Helden, müssen nur zwei Bedingungen zutreffen, ansonsten müssen alle drei zutreffen und die stehen hier oben immer drauf. Und zwar müsste auf der 7. Etage ein Held stehen hier oben und müsste ein Schwertsymbol gewürfelt haben. Und auf der untersten Etage müsste einer stehen, der müsste einen Ausweichenwurf gewürfelt, eine Bewegung gewürfelt haben. Und zusätzlich müssen noch zwei von diesen Taktikwürfeln aus der Gruppe abgegeben werden. Dann wäre die Rettung jetzt am Start, die Taktik wäre aufgegangen und bringt bis zu 4 Bürgermarker zurück ins Spiel. Das heißt, dann würden diese beiden jetzt hier wieder geretzt werden. Aber die Bedingung trifft nicht zu. Gut. Wir hatten aber ja gerade noch einen dieser Taktikwürfel einfach über. Was wir auch machen können, wir können einen Taktikwürfel ausgeben, wenn wir einen über haben. Und dann, das kann man auch beliebig oft tatsächlich machen, und nimmt die oberste Taktikkarte und legt die drunter. Damit wird die obere Taktik aktiv. Indem man dann quasi diese Taktikwürfel ausgibt, kann man sich hier so das Deck arbeiten und sich die richtige Taktik zurechtlegen, die man meint gerade brauchen zu müssen, um dem Typen hier besser eine reinzunatzen, eben weil wir uns fast die Bedingungen einfach hier erfüllen. Und da gibt es halt eben coole Sachen. Allerdings ist zu beachten, die Bedingung, die unten steht, den Nackenstich. Man kann nämlich einen Titan tatsächlich nur durch einen Schlag in den Nacken irgendwie töten. Ist die Bedingung, dass der einmal hier unten in die Killzone gekommen ist. Und dann muss sich ein Held hier oben quasi befinden auf der 8. Stufe und muss 2 Schadenssymbole auch würfeln. Und hier unten müsste halt einer auf Stufe 6 sein und müsste noch 2 Ausweichen haben. Dann wäre der Nackenstich am Start und der Titan wäre down. Hier kann man den Titan noch stürzen. Dann kann man hier noch Helden gewinnen, jeweils einen Herzmarker zurück. Jeder Held kann maximal 3 im Herzmarker trotzdem haben.
Hier Auslöschung, da können wir auch nochmal den Helden siegen, indem wir den hier mit den Kanonen auf der 5. Etage von hier oben übelst in den Bauch reinschießen zweimal und trotzdem zweimal in den Nacken noch reinachsen. Die Bedingung ist allerdings auch hier, dass der Treffermarker in der Killzone schon drin ist. Hier Bürgermarker halt eben. Das ist auch ganz cool, der blendende Schuss, wenn man den einmal startklar gemacht hat, die Taktik. Dann muss der Titan-Spieler ab jetzt immer mit zwei offenen Aktionskarten spielen. Und ihr seht schon, was da ja, Attack on Titan. Ich hoffe, ihr konntet einen guten Einblick gewinnen in das Spiel, was es also für Potenzial tatsächlich entfalten kann. Mit diesen verschiedenen Charakteren, die man nehmen kann, die man in verschiedenen Kombinationen einfach zocken kann. Dann die verschiedenen Titans mit den verschiedenen Decks und dann je nachdem, welche Karten der Titans einfach ausspielt, muss man dann gucken, wie man mit dem umgeht. Und dann noch die bisschen Zockerei mit der verdeckten Karte, dann vielleicht gucken, dass man den irgendwie blenden kann, dass er mit beiden offenen Karten spielen muss, um es sich einfacher zu machen. Das Spiel dauert recht kurz, hat durch die Würfel noch so cool in diesen Push-Luck, ne, dass man immer noch mal neu würfeln kann, aber man hat auch immer Angst, dass man noch so ein Titan-Symbol würfelt und der Titan dann noch mal stärker am Anfang rausrotzen kann, bevor man selber einfach tätig wird. Man muss vorausplanen, man muss sich auch gut absprechen. Der Titan-Spieler lacht sich natürlich dann ins Fäustchen, wenn es mal nicht klappt, und hat halt eben auch durch diese drei Siegbedingungen hat immer irgendwie so bisschen gelöt, wo er einfach drauf achten muss, so fresse ich jetzt die Leute, töte ich jetzt lieber ein oder mache ich die Kanonen kaputt. Und umgekehrt müssen natürlich die Spieler auch immer gucken, dass der keine dieser drei Siegbedingungen einfach erfüllen kann. Tja, Attack on Titan, tatsächlich ist es so, die haben noch einen Vertriebspartner für Deutschland gesucht, deswegen bin ich mir gar nicht sicher, ob ihr das überhaupt schon irgendwie irgendwo kaufen könnt, außer es im Ausland zu bestellen. Die Leute, die mich kennen, die dürfen mich gerne anschreiben. Ich habe auf jeden Fall Bock auf jede Runde Attack on Titan mit euch. Und für die anderen hoffe ich einfach, dass ihr die Gelegenheit bekommt, das Game irgendwo auch mal Probe spielen zu können oder es einfach euch an den Start zu bringen. Ich glaube, das Teil sollte zwischen 30 Euro oder 40 Euro sollte das irgendwie kosten. Irgendwo in dem Bereich wird sich das bewegen. Und für die viel Spielbarkeit und die nette Idee und die Adaption hier einfach und das geile Artwork und die Würfel, finde ich das auf jeden Fall auch nicht so viel. In dem Sinne bedanke ich mich bei euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.